Und da sind wir wieder zurück in Rebeccas Albtraum, hier in Resident Evil Zero. Und es ist auch für mich so ein bisschen, zumindest ein technischer Albtraum, denn aus irgendeinem Grund kommt mein Computer einfach nicht mit diesem Spiel klar. Also ich habe ein bisschen rumprobiert, aber es ist egal, was ich tue. Irgendwie will es nicht so richtig funktionieren. Deswegen bitte ich es zu entschuldigen, wenn Ton und Bild gerade in den Videos dann ein bisschen asynchron sind. Und auch falls irgendwie ein bisschen Rauschen oder sowas bei mir jetzt im Kommentar sein sollte, auch das bitte ich zu entschuldigen, denn ich habe auch Probleme mit dem Mikro. Also technisch ist es auch für mich ein absoluter Albtraum derzeit. Aber zumindest können wir spielen. Und nee, die lege ich mal lieber hier drüben mit ab. Direkt vor dem, vor der Schreibmaschine. Zumindest können wir spielen, das ist die Hauptsache. Und ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Denn wir haben ja jetzt einen komplett neuen Bereich betreten. Und den anzuschauen, ja, das wünsche ich mir. So, wir schauen mal kurz, was Billy so alles bei sich trägt. Ach stimmt, wir hatten ja mit dem den Molotow-Cocktail gefunden. Dieser eine sinnlose Schuss für dieses Gewehr, das ist auch ein bisschen nervig. Ich glaube, den schmeiße ich auch einfach mal auf den Boden. Wir nehmen die Halle jetzt einfach mal als großes Munitionslager. Ich weiß nicht, ob ich die mitnehmen soll. Ja, ich mach's einfach mal. Du legst die Waffe an, ne? So, du hast auch die Pistole. Natürlich hast du die Pistole ausgerüstet, denn du hast ja nichts anderes. Ich müsste ihm eigentlich ein paar Schuss mitgeben. Und ich glaube, ich lasse ihn auch mal dieses Heilspray hier liegen. So, dann können wir nämlich noch so ein paar Schuss rüberräumen zu ihm. Machen wir es so, ja. Ich glaube, das ist in Ordnung. Dann hat jeder zumindest ein paar Pistolenschüsschen und wir können uns jetzt endlich mal aufmachen, hier die Gegend zu erkunden. Ich würde sagen, wir bleiben erstmal zusammen. Wer weiß, was kommt. Ach, hallo. Rebecca, könntest du mal... Ich krieg's irgendwie gerade überhaupt nicht hin zu zielen. Was ist das denn? Meine Güte. Sie hat gerade absolut nicht nach links gehen wollen mit dem Aim. Ich weiß auch nicht. Aber Billy hält das aus. Billy hat überhaupt keine Probleme, das wegzustecken. Finde ich super. So, wir laden mal kurz nach. Da hinten liegt doch noch einer. Der ist kein Zombie, oder? Bist du ein Zombie? Nee, ne? Wer bist du? Hallo? Der Wasserhahn ist rostig. Ja, das ist wichtig. Es kommt kein Tropfen Wasser heraus. Mädchen, ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast, aber hier sitzt einer. Der ist nicht so interessant. Das hätte ich ja irgendwie eher vermutet, dass man sich den mal anschaut. Aber, boah, warum auch? So, vielleicht haben wir ja was im Schrank. Kann man den aufmachen? Nein. Natürlich nicht. Gut, dann schauen wir uns erstmal kurz den Rest hier an. Das sieht aus wie eine Küche da hinten. Ah, schön. Nehmen wir gerne mit. So, haben wir denn vielleicht noch mehr hier rumliegen? Nee, ne? Okay, dann lass uns einfach mal weitergehen. Wir gucken uns erstmal die Küche an. Denn ich vermute bald mal, das wird eine Sackgasse sein. So viel dazu, die ist eh verschlossen. Ein Feuermotiv ist eingraviert. Ach, die guten alten Schlüsselspielchen in Resident Evil, wenn immer irgendwelche Motive in die Schlüssel eingraviert sind. Diesmal also offenbar mit Elementen, wie es aussieht. Ist in Ordnung. Kann ich mich mit anfreunden. Okay. Hier drüben ist erstmal nix. Gut. Ich habe irgendwie nicht damit gerechnet, dass wir direkt im Heizungskeller landen. Hier kommen wir wahrscheinlich nicht weiter erstmal. Gut, dann lass uns mal wieder zurückgehen, Billy. Wir haben ja noch die andere Tür. Und zumindest die ist offen, das ist doch schön. So, erstmal so einen kleinen Überblick gewinnen über die ganze Gegend. Hallo! Billy schießt mal wieder direkt durch mich durch. Da kommt noch einer. Der klingt aber weinerlich, der da noch ankommt.
So. Das hätten wir. Ich meine, wir haben ja ganz gut Munition, von daher... Oh! Oh, damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass der nochmal aufsteht. Ich wollte jetzt auch nicht wechseln eigentlich. Wir bleiben schon schön bei Rebecca. Sie ist die Heldin, bei ihr bleiben wir. Na, sie hat jetzt natürlich einen weggekriegt. Sie hält halt nicht so viel aus wie Billy. Das ist halt einfach das Problem. Ich hätte nicht so forsch dahin gehen sollen. Die stehen doch relativ oft wieder auf, muss ich mal so feststellen, die Zombies. Was haben wir denn hier Schönes? Schwarze Statue, okay. Wir lassen sie erstmal stehen, wir wissen ja, wo sie steht. Okay, wir hätten schon mal wieder neue Rohstoffe für einen Molotow-Cocktail. Und eine Schrotflinte. Oh, nett. Gewehr mitnehmen. Ist das denn jetzt... Das müssen wir uns jetzt mal anschauen, ob das so ein Gewehr ist, wie wir es schon gefunden haben. So ein Jagd... Nein, das ist ein ordentliches Gewehr. Das finde ich gut. Dann möchte ich doch sehr gern mal austauschen. Ich glaube, das gebe ich dann Billy. Und das andere schmeißen wir wahrscheinlich einfach in die Gegend. Ich weiß es noch nicht. Müssen wir mal schauen. Finde ich gut. Denn dieses kleine rotzige Jagdgewehr mit den drei Schuss, zwei Schuss sogar bloß drin. Was willst du damit machen? Ein Haufen verschiedener Materialien liegen auf dem Boden. So, hier geht's noch nach oben. Auf dem Rückweg können wir dann die Statue mitnehmen, wenn wir dann mal wieder in die Haupthalle gehen. Schauen wir uns erstmal weiter oben um. Neue Zombies! Dudes! Ich würde jetzt ungern in die Kamera reinlaufen, weil ich nicht sehe, wie weit die weg sind. Das ist das Problem. Und die hören sich sehr nah an. Ach, sie sind auch weit weg. Oh, da drüben! Schweinehund! Billy? Würdest du mir helfen? Wartet mal. Ich wechsle mal kurz auf ihn. Ich glaube, wir sollten mal diese Dinger ausprobieren. Billy? Nett! So, Asche zu Asche, finde ich schön. Ich hoffe, Rebecca schießt weiter währenddessen. Es sind schon ziemlich viele, die hier gerade kommen. Hat noch gereicht. Steht noch einer? Oder will einer wieder aufstehen? Nein, sehr schön. Na, dann hat der erste Molotow-Cocktail doch eine sehr schöne Verwendung gefunden. Ich finde gut, wie der noch zuckt hier unten. So, wechseln wir mal wieder auf Rebecca. Ich habe gar nicht gesehen, dass da einer in der Ecke lag. So, das ist gut, wenn hier grüne Kräuter sind. Dann kann Rebecca sich zumindest mal wieder gesund machen. Verwenden wir direkt. Ja, verwenden. Danke. So, das andere lassen wir hier stehen. Wir haben es ja nicht so mit Platz, von daher lassen wir das erstmal so. Ich fand gerade die Blätter hier ein bisschen irritierend. Die da. So, natürlich ist hier zu. Ach so, wurde aufgeschlossen. Gut, finde ich schön. Kommen wir da vielleicht in die Haupthalle rein? Nein. Okay. Oder etwa doch? Es sieht zumindest sehr hallenartig aus. Wo sind wir denn hier? Ah, das sieht irgendwie nach so einem Besprechungsraum von Umbrella aus. Gut, mal schauen, ob irgendwas auf dem Pult liegt. Ich habe schon gesehen, da lag ja noch was anderes, aber wir schauen uns erstmal hier an. Part für Evakuierungsübungen gesperrt. Aktivieren des Freigabesystems erfordert Systemdisk. Eine Modisk etwa. Gut, wir müssen also irgendwann mal eine Disk finden. Ist das denn dann unser Fluchtweg oder wie genau stellt sich das jetzt dar? Das weiß ich gerade nicht so richtig. So, jetzt schaue ich nochmal ganz kurz hier drüben. Hier lag ja irgendwo was oder ich hatte zumindest irgendwas gesehen. Ah, doch, da ist es doch. Die Tanksteuerung ist zwar irgendwie cool und retro, aber manchmal halt doch schwierig. Richtlinien für Auszubildende.
Ziel der Ausbildungsstätte, das Heranziehen einer neuen Generation perfekter Mitarbeiter zur Sicherung der Zukunft der Umbrella Corporation. Eine strenge und rigorose Ausbildung sorgt dafür, dass, unabhängig von Geschlecht, Rasse und Glauben, nur perfekte Kandidaten hervorgebracht werden, die sich als globale Führungskräfte für die Umbrella Corporation eignen. Wir erwarten gespannt die Entwicklung ihrer Führungsqualitäten. Richtlinien der Ausbildung. Disziplinarischer Gehorsam. Was? Disziplinarische Gehorsamseinheit? Oder was? Das sind ja keine Abkürzungen, das sind einfach Schlagworte. Disziplin, Gehorsam, Einheit. Entschuldigung. Diese drei Worte sind die Grundprinzipien für alle Mitarbeiter der Umbrella Corporation und als Gesetz dieser Anlage zu verstehen. Halten Sie sich diese Worte stets vor Augen. Widmen Sie sich Ihrer Ausbildung und machen Sie sich selbst und dem Unternehmen Ehre. James Marcus, Geschäftsführer Umbrella Corporation, Management Ausbildungsstätte. Ganz großartig. So, war denn hier drüben noch was? Hier habe ich, glaube ich, noch nicht geschaut. Nein? Okay. Dann sammeln wir mal kurz die Gewehrmunition hier drüben ein, würde ich vorschlagen. Geht's denn hier weiter in der Ecke? Oder ist das... Nein, geht nicht weiter. Okay, neue Farbbänder sind ganz großartig, aber die lasse ich dann erstmal, wo sie sind. Wir gucken mal kurz, wie es platztechnisch aussieht. Ja, bei beiden gleich doof, irgendwie. Dann kriegt Billy jetzt einfach mal... Nein, nicht austauschen, ich muss es natürlich auch erstmal aufnehmen. Dann kriegt Billy jetzt die Gewehrmunition. Das Bild zeigt eine Menschenmenge, die wehklagend vor einem Schloss stehen. Stehen? Wenn es eine Menge ist, ist es Einzahl, also steht. So, her damit. Haben wir nochmal 7 Schuss jetzt. Also Billy ist jetzt munitionstechnisch ziemlich gut dabei, würde ich sagen. Er hat eigentlich nur Zeug, mit dem er Leute töten kann. Finde ich gut. So, und ich glaube, hier werden wir auch ein bisschen länger zubringen in diesem Komplex. Nicht hier lang. Ach komm, geh da drüben lang. In diesem Gebäudekomplex werden wir, glaube ich, ein bisschen länger zubringen und da können wir dann auch die Sachen überall rumliegen lassen. Ein Gerüst. Wollte jemand das Gemälde restaurieren? Who knows, who knows? Ich dachte mir fast, dass die zu ist. Die Schwerter der Ritter blockieren die Tür. Das ist dann wahrscheinlich der Fluchtweg, nehme ich mal so an, der dann durch die Disk auf dem Schaltpult aktiviert wird. Okay, schauen wir uns weiter um. Irgendwo vermute ich mal, werden wir einen Weg zurück in die Haupthalle finden. Aber erstmal finden wir nur noch mehr Zombies. Oh, Rebecca, lass dich nicht stören. Oh. Ja, macht ja nichts. Achso, der andere ist tot. Macht ja nichts, bleib wo du bist. Wenn du in Sicherheit bist, ist das schön. Das freut mich. Dich in Sicherheit zu wissen. Okay, wir haben noch 9 Schuss für die Pistole bei ihm. Zumindest hat er jetzt wieder Platz. Ich glaube, ich lasse es sogar erstmal so. Wechsle aber wieder auf Rebecca, die mal nachladen sollte. So. Sehr viele Bilder hat es hier auf jeden Fall in diesem Häuschen. Ich dachte mir fast, dass die zu ist. Verschlossen. In die Tür ist ein Feuermotiv eingraviert. So, wir haben noch die Tür. Die ist natürlich offen. Und ich könnte mir vorstellen, dass die uns jetzt vielleicht in die Haupthalle zurückbringt, ins obere Stockwerk. Nee. Wir haben noch, haben wir schon, nee, wir haben noch keine Karte so direkt, aber zumindest das, was wir schon besichtigt haben, können wir schon sehen. So, jetzt müssen wir mal kurz schauen. Ah, okay, durch die eine andere Tür würden wir zurück in die Haupthalle kommen. So wie ich das jetzt interpretiere. Ja, genau. Und hier ist dann erstmal Sackgasse, wie es aussieht. Okay. Alles klar. Schauen wir uns doch mal ein bisschen um. Ein Mikrofilm. Okay, ich lasse ihn mal liegen. Vielleicht haben wir ja hier direkt ein Abspielgerät, dann würde ich ihn natürlich sofort einsammeln. Schauen wir mal. Auf jeden Fall haben wir eine Karte, wie es aussieht. Das finde ich sehr schön. Für beide Stockwerke? Sehr gut. Okay, hier ist doch einiges an Orten zu erkunden, so wie das aussieht.
Und das, wo wir sind, ach, falsche Taste, ist zumindest erstmal eine Sackgasse. Ausbildungsstätte-Karte mitgenommen. Das heißt, wir können mal kurz nachschauen, ob hier irgendein bestimmter Schlüssel gebraucht wird. Nö, einfach verschlossen. Auch gut. So, was haben wir denn hier? Farbbänder. Massen von Farbbändern liegen hier überall rum. Wir sind doch im Computerzeitalter. Wartet mal, habe ich da gerade was blinken sehen oder war das eine Täuschung? Nee, okay. War bloß der Schatten wahrscheinlich irgendwie. So, schauen wir uns hier drüben nochmal ein bisschen um. Was ist das denn? Ach, ein Kurbelaufzug? Wirklich jetzt? Die Windensteuerung für einen Aufzug. In der Klappe ist ein rechteckiges Loch. Und eine Kurbel, wie es aussieht? Na gut, okay. Wir wissen, dass wir was Rechteckiges brauchen. Mit Kurbeln haben sie es irgendwie, ne? Das Bücherregal enthält zahlreiche Bücher. Es scheint nichts Interessantes dabei zu sein. Schaffen wir es denn mit Rebecca hier, das wegzuschieben? Nee, ne? Aber vielleicht mit Billy? Ich glaube, er hat keinen richtigen Ansatzpunkt momentan. Und hier drüben kommen wir nicht hin. Na gut. Wieder zurück auf Rebecca. Und dann machen wir mal zurück. Ich werde, wenn es geht, eigentlich immer mit Rebecca spielen, denke ich mal. Erstens ist sie die eigentliche Heldin. Zweitens ist es ein bisschen komplizierter, mit ihr zu spielen. Und drittens, ja, ist sie mir auch weitaus sympathischer als unser Pornoprinz hier.